Ja, nee, ist nicht schlimm. Ich wollte heute sowieso Wein. Ich gucke voll gerne privat. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag solche Videos zum Beispiel, wo Soldaten nach Hause kommen und die dann ihre Kinder überraschen oder ihre Frauen überraschen. Und da habe ich das vor ein paar Tagen mir mal wieder angeguckt. Und da kamen halt ein paar Tränen, weil ich fand das voll rührend. Und meine Nase lief und dann so meine Freundin im Hintergrund, geht's dir gut, alles in Ordnung? Und ich so, ja, ich habe gerade nur ein bisschen Schnupfen. Wirklich so. Na gut, dann gucken wir mal rein, ne? Dicke Frau in den triefenden Burger beißen sieht und ihr verschämtes Gesicht und ihr dabei kein Wunder denkt. Was wisst ihr denn davon? Dass sie schon 20 Pfund leichter ist als noch vergangenes Jahr und nicht Nein sagen wollte zu Tim, 11 Jahre Lieblingsneffe, bei dem zu Hause sonst nur Dinkelbrot gibt? Ach, Tante Lisa, einmal im Jahr bitte. Und es kommt ihr fast hoch, aber was dem Jungen schon über Punkte und Kilojoule erzählen und gar nicht so leicht, Lieblingstante zu bleiben, wo schon Klettern ja nicht geht. Und Lisa kaut angewidert und versucht nur einen zufriedenen Tim zu sehen und nicht euch, weil sie weiß, dass ihr kein Wunder denkt und sie, was wisst ihr schon? Und dann denkt sie doch noch an Samstagswiegen in der Gruppe und geht aufs Klo, weg mit dem Burger, und es schmeckt salzig, weil sie Tränen runterschluckt. Aber was wisst ihr schon davon? Ja, in Vorverurteilen sind wir Menschen doch Weltklasse. Das ist immer so unfassbar. Also klar, es gibt Momente, da bin ich ehrlich zu euch, da bin ich auch unterwegs. Und wenn mich da jemand mal anguckt, ich will das jetzt nicht auf meine Depression schieben, aber da denkt man, okay, starrt mich jetzt an, weil ich vielleicht, keine Ahnung, traurig gerade gucke oder sowas. Damit tue ich den ja auch sofort verurteilen, vorverurteilen. Aber es kann natürlich auch sein, dass er mich anguckt und sagt, ey, scheiße, den geht's gerade vielleicht nicht so gut, ey, was hat er gerade durch? Oder von wegen, ja, wenigstens kannst du ja laufen. Ne? Und ich sitze hier im Rollstuhl und ich kann nicht laufen zum Beispiel. Aber man spiegelt das immer sofort auf sich wieder und immer direkt negativ anbehaftet. Ne? Da muss ich ganz ehrlich sagen, da erwische ich mich auch immer selber. Ne? Da bin ich wirklich so, wenn mich jemand in der Bahn oder mehrere in der Bahn angucken oder wenn man in der Stadt ist oder, dann denkt man gleich, oh, die gucken bestimmt jetzt gerade, weil, keine Ahnung, weil ich gerade schlecht gelaunt bin oder die gucken gerade, weil ich gerade scheiße gehe oder irgendwas, ne? Und direkt so, ach, ne? Gibt man den Blick zurück und denkt so von wegen, ja, ach, guck mich nicht so dumm an, ne? Aber dass es manchmal was anderes sein kann, ne? Und Roland im Rollstuhl wird an der Haltestelle mal wieder Ach krass, ja, angesprochen. genau das meine ich. Was weißt du schon davon? Denkt er in Richtung der Frau und glotz mal nicht so, du kannst ja wenigstens laufen. Ja. Und sie denkt bestimmt jetzt gerade was ganz anderes. Sie guckt vielleicht ihn im Rollstuhl an, weil sie vielleicht einen Mann zu Hause hat, der vielleicht noch nicht mal mehr in den Rollstuhl gehen kann, der vielleicht nur noch im Bett liegt und grundversorgt werden muss. Ne, aber man assoziiert einen Blick direkt mit was Negatives. Und ich mach's auch, wie ich schon gesagt, ich erwische mich selber ganze Zeit, dass man direkt denkt, hier von wegen, er guckt ihn so an und denkt sich so was Böses, was ja meistens gar nicht so ist, ne? Und die Frau, die vor 2 Wochen noch dachte, dass das jetzt das Glück sei und sie endlich eine Familie sind, denkt an das Baby zu Hause, das wie jedes Baby nichts kann, aber nie viel mehr können wird. Was weißt du schon davon, denkt sie in Richtung Roland, du kannst ja wenigstens deine Räder bewegen. Was wisst ihr schon davon? Denkt Gerhard, wenn die jungen Mütter mal wieder ihre Kinder zu sich rufen, weil er ihnen unheimlich ist, der alte Mann, der ständig am Spielplatz rumhängt. Oh, 63 Jahre. da hatte ich in meiner Umgebung damals auch so eine unfassbar traurige Geschichte. Wir hatten bei uns einen älteren Mann, der saß immer am Spielplatz und hat den Kindern zugeguckt. Und was ich noch weiß, ich war da ein bisschen kleiner, was ich noch weiß, er wurde halt dann auch von den Eltern wirklich verjagt.
richtig verjagt, dass er dann nie wieder hingekommen ist. Und man hat irgendwann herausgefunden, er ist dann ins Altenheim gekommen, weil er selber sich nicht mehr pflegen konnte und ist dann mit dem Personal wieder zum Spielplatz gegangen. Und da wollten den wieder die Eltern verjagen. Und dann hat irgendwann mal das Personal erzählt, und er selber auch, er konnte selber noch reden, irgendwann erzählt, dass er seine Kinder verloren hat. Und auch durch einen wirklich schlimmen Vorfall, also noch nicht mal natürlich, sondern seine Kinder wurden leider ermordet. Und er saß da nur und hat an seine Kinder gedacht, wollte aber gleichzeitig seine Kinder beschützen. Und da haben die Eltern und wir Kinder haben ja dann ganz anders gedacht. Wir wussten das nie. Und selbst die Eltern, die ihn damals verjagt haben von Spielplatz, die haben sich tausendmal bei ihnen entschuldigt, weil er saß da wirklich nur da, hat seine eigenen Kinder dabei gesehen und hat so gedacht, ja, meine Kinder könnten jetzt auch hier sein. Und gleichzeitig wollte er die Kinder, die auf dem Spielplatz sind, beschützen. Was genau mit seinen Kindern passiert ist, ob seine Kinder vielleicht brutal auf dem Spielplatz angegriffen wurden, das kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nur, er hatte... Oh, da müsste ich jetzt meinen Onkel fragen. Ich glaube, er hatte eine Tochter und einen Sohn. Und irgendwas ist mit denen leider passiert und ja, deshalb saß er da auch immer am Spielplatz. Sowas finde ich auch immer so, ne, es gibt dasselbe Thema so, wenn jemand obdachlos ist, ne, man sagt direkt, ja, du bist dumm, du kannst nichts. Nee, es gibt's unfassbar, bestimmt 85% der Leute, die sind hochgebildet. So, und die Leute fangen sofort an zu urteilen, vorzuverurteilen. Und anstatt man mit solchen Menschen mal in Dialog kommt und anstatt man vielleicht mal mit denen redet und fragt, wieso sind sie gerade in der Situation, guckt man die nur schief an, denkt sich im Kopf was dazu. Und aber jeder kann mal in so eine Situation kommen. Wirklich jeder von euch da draußen. Ich wünsche das niemanden, aber hört auf, Menschen, gerade auch Obdachlose und sowas, vorzuverurteilen. Jahre und nichts Besseres zu tun als Kinder beobachten. Da stimmt doch was nicht. Hier stimmt was nicht, weiß Gerhard, als er dem blonden Mädchen mit den Zöpfen was schenken will, aber nicht kann, weil er das Ansprechen verlernt hat, seit dem Unfall nicht weiß, was er ihr sagen soll und weil die Kleine Angst hat vor ihm. Ja. Jahre, seit sie ausgelöscht sind, seine große und seine kleine, hatte also auch blonde Zöpfe. Und er sieht sie doch einfach gern spielen und leben. Was wisst ihr schon? Denkt Gerhard in Richtung der tuschelnden Mütter, die ihre Kinder nicht mehr allein zum Spielplatz schicken würden? Ich pass doch bloß auf, aber was wisst ihr schon davon? Und so werden leider Menschen gesellschaftlich an den Rand gedrückt und so fängt das auch an, dass Menschen sich zurückziehen. So fängt das leider an, dass Menschen sich wirklich dann von der Gesellschaft zurückziehen und dann vielleicht sogar einsam sterben. Ne? Weil an die Menschen wird nicht mal gedacht und wenn an solche Menschen gedacht wird, assoziiert man das halt mit irgendwas Negativem und sagt sich vielleicht dann die Mütter, die jetzt auf dem Spielplatz sind, sagen sich, ja, endlich ist er weg, weil der wollte den Kindern doch eh nur was Böses, aber ohne das zu wissen. Und das meine ich halt auch in meiner letzten Reaction, in einer meiner letzten, ich glaube, wir sollten einfach mehr wieder in Dialog kommen und nicht Menschen einfach vorverurteilen. Das hat niemand verdient. Sie denkt sich bestimmt gerade, warum holt er Alkohol? Was weißt du schon davon? Denkt die Frau an der Kasse, als der Kunde verächtlich seufzt, weil sie sich zum dritten Mal hintereinander vertippt hat.
Ich war die Beste in Mathe. In meiner Klasse überhaupt, bis das passiert ist und die Albträume anfingen. Nichts weißt du davon, denkt sie, hoffentlich. Und sieht verängstigt und doch todesmutig in das Gesicht des Mannes, dessen Rasierwasser ihr Schmerzen verursacht. Der Kunde riecht nach der Nacht, die sie nie vergessen kann. Er riecht nach Hass, nach Prozess, nach Demütigung. Er riecht wie der, der seit 3 Monaten wieder draußen ist. Oh, krass. Aber davon weißt du natürlich nichts, denkt die Frau und vertippt sich zum 4. Mal. Was weißt du schon davon? Denkt der Junge in der U-Bahn, als die alte Frau gegenüber ihm so ein Klebebonbon hinhält. Bleib bloß weg mit deinen plumpen Zieren. Denkst wohl, ich heul wegen einer kaputten Hose. Hast ja keine Ahnung, blöde Oma. Was weiß die Alte schon? Denkt der Junge. Und dann wieder an die anderen aus der C. Die und das ist wieder so ein Punkt, ne? Habe ich übrigens auch schon mal gesehen, dass wirklich ein Junge sich komplett zurückgezogen hat, in der Bahn hinten in der Ecke saß. Und alle haben den nur so angeguckt und belächelt, so, ha, kann der sich nie wehren, von wegen so, ne? Also ich denke mal, dass sie sowas in der Art gedacht haben. Und anstatt man zu den Jungen hingeht und sagt, hey, was ist in der Schule passiert? Hast du keinen Ansprechpartner? Kannst du das deinen Eltern nicht erzählen? Hast du niemanden, mit dem du darüber reden kannst, dass du in der Schule gemobbt wirst? Ne? Nein, tut man vorverurteilen und sagen, ja, der kann sich doch wehren, der kann doch was dagegen tun. Nein, kann man nicht. Es gibt Schulen, da machen selbst die Lehrer nichts. Die sagen, die geben dann wirklich den, so doof es klingt, aber dem Mobbing-Opfer die Schuld. Von wegen, ja, werde ich doch mal. Oder ja, dann distanziert dich von der Gruppe. Es ist halt nicht einfach, in der Schule sich von Schülern zu distanzieren, wenn man bis zu 8 Stunden mit den Schülern zu tun hat. Und wenn man vor allen Dingen auch noch dann mit den Sport hat. Oder. Und anstatt solchen Menschen die Hand zu reichen und sagen, ey, wir finden jetzt eine Lösung, dass du eine schöne Schulzeit hast, sitzen dann die Menschen da und begutachten ihn nur und denken so, ja, in meiner Schulzeit wäre das nie passiert. Ich wäre ausgerastet. Nee, wärst du nicht. Wärst du definitiv nicht. Wenn du in der Situation gewesen wärst, man kann viel sagen im Kopf. Ja, im Kopf habe ich mir auch schon mal vorgestellt, so, dass ich hier Superman bin, aber es ist nun mal nicht so. Es ist nun mal nicht so. Und gerade solchen Menschen, gerade im Kindesalter sollte man versuchen, immer die Hand zu reichen, weil das, was im Kindesalter passiert, das bleibt meistens ein Leben lang im Kopf. Die sein Handy haben und sein Monatstaschengeld und irgendwie auch seinen Stolz. Das mit dem Riss ist Mama schnell erklärt. Den Rest merkt Papa hoffentlich nicht so schnell. Achso, und die Omi denkt sich gerade bestimmt nur, weil sie die ganze Zeit auf die Hose guckt, denkt sich so die Omi, hier von wegen, ja, ist ja nur eine Hose, die kannst du doch zu Hause nähen, warum bist du denn jetzt so traurig wegen der Hose? Es gab in meiner Zeit, hatten wir Probleme an Hosen ranzukommen. Denke ich jetzt. Ach Junge, was weißt du schon? Holst wegen einer kaputten Hose, siehst doch sonst ganz anständig aus, kriegst bestimmt alles, was du willst, von Mama und Papa Handy und ordentlich Taschengeld. So ein Riss ist doch kein Problem heutzutage, wenn man ein gutes Zuhause hat, aber davon weißt du natürlich nichts, denkt die Frau und steckt ihr Karamell achselzuckend wieder ein. Ein Abteil weiter, denkt Martha, was weiß der schon? Sie ist im knalligen Wollponcho und mit ihrem Sombrero in der Hand auf dem Heimweg vom Kindergeburtstag. Heute mal nicht im Clownskostüm, heute gab's das mexikanische Schatzsucherprogramm für 100 Euro inklusive Goldkiste. Eigentlich recht süß, denkt Martha, aber guckt ganz schön abfällig der Typ da. Ach, was weiß der schon von mir? Boah, Real Talk. Mich hat mal in der Bahn, schon ein bisschen länger her, da war so eine, denke ich mal, mein Alter, keine Ahnung, also so mein Alter. Und die hat mich
unfassbar übertrieben angeguckt. Ich bin ja so ein Mensch, ich hasse das. Also ich kann bei fremden Menschen, bin ich ehrlich zu euch, ich kann da nie lange Augenkontakt halten. Ich kann noch nicht mal zu der Kamera lange Augenkontakt halten. Und ja, die hat mich so die ganze Zeit angelächelt, hat so die ganze Zeit so gemacht. Und mir war das, ist voll doof, weil ne, also warum war mir das unangenehm? Ich weiß es selber nicht. Und ich habe die angeguckt, da hat die mich aber in dem Moment trotzdem weiter so. Und ganz so gelächelt so, habe ich kurz weggeguckt, dachte, okay, jetzt guckt die vielleicht mal weg, ne, hab aus dem Fenster rausgeguckt, guckt die wieder so an, ne, guckt die mich weiterhin so an. Und ich weiß nicht wieso, aber mir war das so unfassbar unangenehm, so, weil ich mag das gar nicht so, wenn man irgendwie die ganze Zeit so angestarrt wird. Ich dachte so die ganze Zeit, oh, ey, am liebsten würde ich jetzt hier aufstehen und mich anders hinsetzen, aber das ist ja auch irgendwie komisch, ne, kommt ja auch komisch rüber. Und, Dann bin ich halt ausgestiegen und dann hat die mir was hinterhergerufen. Ich weiß leider auch nicht mal was, aber ich war dann einfach nur froh, dass ich rausgehen konnte. Und ich habe mir dann so gedacht, nee, tschüss, ich gehe. Das war richtig unangenehm, ne? Also bei ihr hat man so, ich weiß nicht, ob das bei ihr Flirten war oder vielleicht hat die sich einfach nur gedacht, was hast du für eine scheiß Frisur, und hat vielleicht deshalb gelacht und so. Keine Ahnung, ne? Man kann ja viel da rein interpretieren. Aber mir war das mega unangenehm, ne? Ich wollte da aus dieser Situation übel schnell raus, weil ich kenne das halt auch nicht, so Menschen, die dann wirklich so jemanden anstarren. So, also ich finde das so faszinierend, dass es Menschen gibt, die einen komplett anstarren können, wirklich für eine Stunde oder so lang, die ganze Zeit sich komplett begutachten und sowas. Ich war da selber so ein bisschen erstaunt, weil ich bin ja so ähnlich, ich habe die dann so immer so angeguckt, habe mir so gesagt, so im Kopf so die ganze Zeit, oh, guck doch bitte mal weg, und habe die dann so angeguckt und die... Das war mir so, wirklich so unangenehm, die Situation. Eigentlich ganz süß, denkt Mark und kann nicht aufhören, Martha anzusehen, obwohl ihm gar nicht nach Flirten ist. Aber echt ein Freak, so wie die rumläuft, schade. Was kann die schon vom Leben wissen, denkt Mark und glaubt, dass er es kennt, das Leben, weil er 24 Jahre jung ist und alleinerzieht. Deshalb ist ihm auch nicht nach Flirten. Was weiß die schon, denkt Mark in Richtung Martha, die immer noch guckt. Was weiß die schon von Vierjährigen und Kindergeburtstagen? Und was schenke ich dem Kleinen bloß nächste Woche, wo er sich doch einen Clown wünscht? Ein Clown? Ja. Wie soll ich denn da dran kommen? Es. Aber er wünscht sich mal einen, hat er gesagt. Wenigstens hat er etwas gesagt. Wow. Also Wein, ich kann ja schon mal reden, Wein musste ich jetzt nicht, aber es gab, gerade das mit dem älteren Mann, es ist so eine Situation, die macht einen doch relativ traurig, und ich hoffe einfach, wir hören auf, Menschen vorzuverurteilen. Ich habe es auch mal meiner, tut mir leid, Frauschen, aber ich habe es auch mal meinen Frauschen erzählt, die Geschichte habe ich auch schon mehrmals in den Reactions gesagt. Wir haben ja jemanden wohnen. Ich war ja, wie viele von euch wissen ja, ich war ja damals im Krankenhaus, ne? Und wir haben bei uns im Haus, genau bei uns im Haus, denjenigen wohnen, der damals auch im Krankenhaus reingekommen ist. Der müsste jetzt an die 85 Jahre alt sein. Er ist komplett weg. Also er nimmt, ich glaube am Tag, keine Ahnung, also nimmt er erstmal einen halben Kilo Tabletten, trinkt aber auch richtig, richtig krass und ist wirklich, also der ist auch halbnackt schon mal hier um die Gegend gelaufen, ist aber ein ganz, ganz lieber Mensch, ist wirklich ein ganz, 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 ganz lieber Mensch. Ich habe mich auch sehr oft schon mit ihm unterhalten, er vergisst es halt immer wieder, das will ich denen aber auch nicht sagen, hier, wir haben uns, also ne, ich versuche dann trotzdem so zu tun, ja, ich bin jetzt für dich ein Fremder, ne, so habe ich das damals in FSJ gelernt und so werde ich das auch weiterführen. Und ja, meine Freundin war halt mal so, der hatte mal ein Paket von uns und die hat dann so gesagt, ah, was ist denn das für einer,
die Wohnung natürlich also komplett zugemüllt, ne? Also der Müll steht wirklich bis oben hin, bis fast zu ihnen hin. Und riecht natürlich auch jetzt nicht unbedingt. Und ich habe aber zu meiner Frau schon halt gesagt, ey, hör auf, bitte, bitte, bitte hör auf, den vorzuverurteilen. Du weißt nicht, was der Mensch erlebt hat. Soll ich dir mal erzählen, was der Mensch erlebt hat? Ich habe dir damals mal erzählt, dass ich den Menschen im Krankenhaus kennengelernt habe und der kann sich nicht mal daran erinnern. Wisst ihr, was er erlebt hat? Und das hat mich im Krankenhaus damals richtig krass mitgenommen. Wirklich, das werde ich bis heute nicht vergessen. In jüngeren Jahren, er hatte ein Haus, er hatte eine Frau und jetzt darf ich das nicht vergessen, ich glaube eine Tochter und einen Sohn, glaube ich auch. Und sein Haus ist durch einen Kurzschluss oder irgendwie abgefackelt. So, dabei ist die Tochter verstorben im Bett und das Heftigste, das Allerheftigste war, er war draußen mit der Feuerwehr und also die Feuerwehr kam relativ schnell. Und die Frau kam raus. Aber die Frau kam brennend raus. Wirklich brennend. Und man konnte für sie auch nichts mehr tun. Also deshalb habe ich zu meiner Freundin sofort gesagt, hör auf bitte, diesen Menschen vorzuverurteilen. Geh mit ihm bitte normal um. Du weißt nicht, was er für eine Geschichte hat. Jetzt weißt du das. Bitte höre auf. Auch wenn ich höre. Ich habe auch schon gehört, zum Beispiel, wenn Leute auf Arbeit gehen und früh Alkohol trinken und dann Leute sagen, ey, der scheiß Alkoholiker, ihr glaubt doch nicht, dass irgendjemand da draußen freiwillig sagt, okay, ich trinke jetzt früh um 6 Uhr Alkohol und gehe alkoholisiert auf Arbeit. Da muss was dahinter stecken. Und ich bin kein Arzt, aber wer weiß, vielleicht hat er Panikattacken, vielleicht hat er was übel Schlimmes erlebt, vielleicht kann er nur noch mit Alkohol seinen Weg bestreiten. Und anstatt man den verurteilt, sollte man vielleicht mit dem Menschen reden, mit denjenigen, den ich jetzt meine, ich muss halt immer aufpassen, ich will mich halt nicht selber liegen, denjenigen, den ich aber meine, da hat sogar die Chefetage durch meinen Einfall, durch meinen Einwurf drüber gesprochen. Und ich habe halt auch nochmal gesprochen und ja, ist jetzt im Krankenhaus. Da habe ich gesagt, er wird uns natürlich jetzt dafür hassen. Ich finde das cool, dass die Chefetage gesagt hat, ey, pass auf, du bleibst trotzdem bei uns auf Arbeit. Finde ich mega kulant von der Chefetage. Aber wir möchten erstmal, dass du das in den Griff bekommst. Reden, Leute. Einfach nur reden. Ja, ich selber habe auch sehr viel erlebt, sehr viel Scheiße. Mit mir wurde damals auch nie gesprochen und dadurch bin ich, glaube noch mehr abgerutscht. Das war nicht der Hauptteil, nicht der Hauptgrund, aber dadurch bin ich damals noch mehr abgerutscht. Also hätte ich damals auch nicht die Kurve bekommen, ne? Ja, einfach reden. Nicht mal vorurteilen, ne? Das ist schwierig, ich weiß. Ich hab's ja vorhin schon in der Reaction gesagt. Ich habe auch so meine 5 Minuten auch mal unterwegs. Da erwischt man sich ja immer wieder, wenn du von Leuten angestarrt wirst. Denkt man gleich irgendwie was Negatives. Aber wer weiß. Ne, wer weiß, was in den Köpfen vorgeht. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da. Und ja, bis dahin, haut rein und tschüss.